Hallo West Wing, willkommen bei uns zu Hause. Ich zeige euch heute unser Loft in Wien im 3. Bezirk. Wir starten in unserem Wohnzimmer, das recht klein ist, mit einer riesigen Couch und zwei großen, schönen Fenstern. Mein Name ist Lena, ich bin 27 Jahre alt und lebe seit einem Jahr in dieser Wohnung in Wien mit meinem Freund gemeinsam. Ich arbeite in einer Filmproduktion und mein Freund macht Ton für Film. Das Erste, was die Leute sehen oder wenn Besuch zu uns kommt, ist die Wendeltreppe, die eigentlich auch mitten im Raum steht, und es fragen sich halt alle, wohin es da weitergeht. Was meinen Interieurstil angeht, möchte ich mich gar nicht festlegen. Ich kaufe meistens einfach das, was mir gut gefällt und was auch gut zu dem passt, was ich schon habe. Also zum Beispiel dieses Sofa hatte ich vor dem Tisch. Und beim Tisch wusste ich einfach, der muss so und so groß sein und die Farbe haben, damit er hier gut reinpasst. Und deshalb habe ich genau nach so einem gesucht. So, weiter im Wohnzimmer geht es zu unserer, ich nenne es mal Wohnwand. Hier dürfen alle schönen Sachen rein, die anderen werden verstaut, sodass man sie nicht sieht. Ja, als Deko verwende ich ganz gerne Souvenirs aus dem Urlaub, wie zum Beispiel dieser Cristiano Ronaldo-Kopf aus Portugal oder eben Geschenke von Freunden. Die Bücher habe ich so verteilt, weil es irgendwie offener und freundlicher aussieht, und habe die Bücher selbst als Stopper verwendet. Ich erinnere mich auch ganz gerne daran, wie ich in China war. Hier habe ich noch diesen Stempel mit meinem Namen auf Chinesisch extra rausgestellt, damit ich mich auch erinnere, dass ich das besitze und bei meinem nächsten Brief verwenden kann. Von diesen Sesseln haben wir zwei Stück. Einer steht hier unten, einer steht oben in der Galerie. Das sind die ersten Teile, die hier einziehen durften, da ich sie online zu verschenken gefunden habe und natürlich gleich abgeholt. Ich mag sie ganz gerne, weil sie unter diesem Polster Stauraum haben. So kann man Sachen gut verstecken. So, dann gehen wir gleich weiter in unsere offene Küche. Ich koche und esse sehr gerne hier und ich bin sehr froh, dass die Küche so offen ist, weil ich von hier aus, auch wenn wir Besuch haben oder mein Freund im Wohnzimmer liegt, ich immer mitten im Geschehen bin. Ich war sehr froh, dass die Küche hier schon drinnen war. Ich finde, sie sieht sehr schön aus. Das Holz mag ich besonders gern, auch wenn es von der Pflege recht anspruchsvoll ist. Dann geht es weiter in den Essbereich, welcher sich eigentlich auch fast in der Küche befindet. Wir haben hier einen sehr großen Tisch. Den Tisch haben wir secondhand gekauft. Ich wusste genau, welchen ich haben möchte. Habe einfach nachgesehen, ob es einen Secondhand gibt, und habe ihn gefunden. Darüber bin ich sehr glücklich. Diese Sessel habe ich auch Secondhand gekauft, so wie diese Stühle von einem Geschäft im 3. Bezirk, wo jemand alte Sessel restauriert. Ganz besonders mag ich dieses Regal. Ich finde, es ist irgendwie typisch österreichisch und sehr praktisch. Eine meiner Lieblingsideen, die wir für die Wohnung hatten, um mehr Platz zu haben, ist dieser fliegende Wäscheständer. Ich glaube, den werde ich so ziemlich in jede Wohnung mitnehmen. Hier wären wir dann in unserem Schlafzimmer. Hier haben wir sehr viel Stauraum für Sportsachen, Kleidung, alles Mögliche, auch hier. Ich mag es im Schlafzimmer eher unaufgeregt und bin hier eigentlich auch nur zum Schlafen oder zum Filmschauen. Im Schlafzimmer haben wir tatsächlich das allergrößte Fenster in der Wohnung. Das heißt, es ist nachts oft sehr hell, was meinem Freund nicht so gut gefällt, aber ich finde es ganz schön, den Sternenhimmel zu sehen. Diese Leinwand habe ich schon etwa 20 Mal übermalt und mein Freund muss schon lachen, wenn er das neue Bild sieht. Aber ich finde es ganz cool, es bringt Abwechslung in die Wohnung. Hier oben kommen wir jetzt in die Galerie, wo es dann weiter auf die Terrasse geht und wir diesen Raum als Hobbyraum nutzen, würde ich mal sagen. Ich habe hier einen Schreibtisch, den ich schmutzig machen kann, also wo ich auch male und töpfere. Und mein Freund hat hier noch sein DJ-Equipment aus alten Zeiten und ein Klavier, auf dem er gerne übt. Jetzt sind wir auf unserer Terrasse, die uns einen sehr schönen Überblick über Wien gibt.
Wir haben gerade diese Pflanzenkästen gebaut. Der Frühling hat noch nicht wirklich begonnen, aber ich freue mich schon, wenn die Blumen endlich kommen. Diesen Tisch hier haben wir zum Beispiel auch ganz günstig Secondhand gekauft, dann abgeschliffen und neu lasiert. Wenn euch die Homestory gefallen hat, dann klickt auf die Playlist. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!